So einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zur UKSA Meisterschaft. Lauf Nummer 2, liebe Zuschauer, heute aus Japan. Kyoto Yamagiwa ist unsere Strecke. Und wir werden heute wieder ein fantastisches Rennen sehen mit einem richtig guten Qualifying, weil wir fahren nämlich eine Hotlap. Ich blende euch das Ganze dann nochmal ein. Ne, für die, wo es dann interessiert, lese ich euch das Ganze nochmal vor. Blende es nochmal ein, wie die ganzen Sachen hier vom Ablauf und so weiter dann sind. Für die ganz Neuen. Und dann begrüße ich schon mal den Chat, den Herrn Express. Guten Abend, Steffen. Der Adamski ist auch da. Grüß dich, Ruki ist auch schon da. So, wir gehen mal rüber auf die Strecke und dann gucken wir doch mal, was so Sache ist, hätte ich gesagt. So, muss ich nämlich in den Chat nämlich mal schauen. Nämlich nach der Anmeldung geht es ja bei uns los. Wer sich denn zuerst angemeldet hat. Haben wir es denn? Haben wir es denn überhaupt? Die nämlich nach der Anmeldung nämlich gucken. Oh, Anmeldung. Servus. Rennen 2. Also der Jänner ist schon so weit. Da ist das noch Training. Das ist der Guido. Gucken wir doch mal auf den Ganzen. Einen wunderschönen und guten Abend auch nach Kanada auf den guten Iota. Grüße dich. So. Also, ich lese euch nebenbei mal die Tabelle vor. Da passt mir nämlich nichts, weil ich komme immer von der Physio. Dann ist das alles immer so ein bisschen knapp. Und Servus, Tobi. Schön, dass du da bist. Und eine Zeit von 1:32. Sind sie noch auf der Strecke. Und ich denke mal, Qualifying wird gleich losgehen. Kann ich euch nochmal das Ganze hier euch einblenden. Hallöchen. Ja. Musste mal alles weg. Kurzzeitig und dann kommt es auch wieder anders hin. Ja, weil nicht nur der Bart ist weg, sondern auch die Frise ist weg. Ja, meine Haare habe ich mal gekürzt. Ja. Und deswegen mal alles radikal. Und jetzt gucken wir mal. Blende ich euch gleich mal ein im Studio. Dann den ihr mir auch an dem Bildschirm sehen. Guten Abend. Daniel, schön, dass du da bist. Unser Host wieder am heutigen Abend. So, blende euch mal schnell die Tabelle ein. So, da, Tabelle ist da. Wir hatten nämlich leider einen Disconnect. Es war natürlich sehr, sehr doof. Ich lese von oben nach unten nochmal die Tabelle vor. Also, Express hat das Rennen letzte Woche gewonnen. Warum? Weil leider der gute Georgie leider nicht mehr die Reifen gewechselt hat und deswegen nur noch als Vierter dann gewertet wurde, sonst hätte das Rennen gewonnen, weil ein richtig gutes Rennen hier auf dem Red Bull Ring. Sabanzi ist Zweiter geworden, der Frank haben wir auf die 3 gehabt. Dann haben wir den Gorgi, der Unglücksrabbe vom letzten Wochenende, quasi mal letzte Woche, auf der 4. Den Daniel auf der 5, den Guido auf der 6. Tobi haben wir auf der 7 durchs Ziel gesehen, Ben Ben auf der 8, Speedy Grandpa auf der 9. Die 10 Runde der Adam Up, The Bossy auf der 11, der Blues Bruder auf der 12, Eagle Eye auf der 13, Pampuri auf der 14 und den MP auf der 15. Das ist quasi die Tabelle. Und jetzt geht's gleich ins Qualifying los. Ja, es wird eine Hotlap geben, liebe Freunde. Schnell nochmal die neuen Einstellungen hier präsentieren gleich, wenn hier es gleich
Fahrer auf der Strecke ist natürlich. Ja, habe dann so ein schönes Bild bekommen von einem guten Steffen. Und dann lesen wir euch das Ganze mal vor. Und wir gehen mal mit auf die Strecke. Auf. Und gleich wird als allererstes der gute Jenner aus der Box gehen. So, Freunde. Und das hier noch schnell ein. Und auf jeden Fall. So, also. Rallye-Start um 20.20 Uhr. Rennstart 20.35 Uhr. Wir fahren 60 Minuten, also eine Stunde. Wir haben only GT3, also nur GT3-Fahrzeuge mit BOP-Setup ist verboten. Verschleiß haben wir 3 und 3. Es muss gefahren werden, hart, mittel und weich. Und die Auslosung ist dann quasi immer vorher. Die Lobby wird zweimal resettet. Ja, wegen dem sichtbaren Schaden, weil wir da Probleme gehabt haben. Eine Hotlap war's. Reihenfolge ist nach der Anlendung und den fliegenden Start gibt es diesmal. Ja, und jetzt geht der gute Jenner auf die Strecke und wir werden zu ihm rüberschwenken, liebe Freunde. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Qualifying Lauf Nummer 2 auf Kyoto Yamagiba. So, also müssen wir noch im Chat nachlesen. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Hab ich. Hallöchen. Und Fesch. Bremst vor dem Gesicht. Ja, Iota, das ist halt einfach mal was anderes. Man kennt mich ja so nicht. Neue. Was? Solange du was zum Sitzen da ist. Ja, das stimmt. Das ist immer ein wunderschönen guten Abend, Biber. Grüß dich. Ich melde mich, Biber, bei dir nach dem Rennen. Können wir ja über, wenn du noch Zeit hast, über Discord quatschen. Na? So, leider ist leider nicht meine Lieblingsstrecke. Wenn ich nicht dabei bin, wünsche ich trotzdem viel Erfolg. Ach so, es ist leider eine meiner Lieblingsstrecken. Ja, das ist natürlich sehr, sehr doof, dass du nicht dabei bist. So. Ja, weil wir müssen da was eben quatschen. Das ist das. Wir haben den Kollegen Jenner mit seinem Mustang. Schönes Design. Mal verändert. Und jetzt haben wir gleich die Runde. Und wir gehen mit im Fahrzeug. Fahren wir mit dem guten Jenner mal mit, Freunde. Speedy Grandpa für was? Aber erstmal hi. Schön, dass du da bist. Für was? Bitte danke. Ja? Habe ich was verpasst, Herr Grandpa? Ja, also schnelle Passagen. Kannst du eigentlich voll auf dem Stempel bleiben, wie so schön heißt. Da musst du aufpassen, dass es nicht zu weit rüber trinkt. Die Leitplanke kommt schneller, als man denkt. Die anderen Jungs fahren quasi innerhalb von 30 Sekunden fahren sie aus der Box. Ihr werdet euch nicht wundern. Viel Erfolg. Ja, ja. Danke. Ihr auch. Na, fahren dann quasi innerhalb von 30 Sekunden alle aus der Box. Kurve geht jetzt links rum. Ich hoffe, der vordere Mann behindert nicht den Jenner, weil er ist auf seiner schnellen Runde. Interessant, wie unterschiedlich man die Strecken wahrnimmt. Bei mir ist Kyoto eine, die 8, die gibt es ja auch noch Strecken. Ja, das stimmt. Also du kannst da ein bisschen zu weit rausgekommen, den Bremsprung nicht unbedingt optimal erwischt vom Jenner. Ja, Jota, gebe ich dir vollkommen recht. Du kannst auf dieser Strecke so viel kaputt machen. Na? Auch an gewissen Stellen. Jetzt zum Beispiel jetzt vorne, jetzt kommt ja gleich die Doppel rechts im Endeffekt. Rechts, da musst du den Exit gut erwischen. Beziehungsweise halt rechts, rechts und dann auf die Start- und Zielgerade. Und dann haben wir den Jenner mit einer Zeit von 1:33.301 seine Zeit. So, zweiter haben wir den MP auf der Strecke. Auch mit dem Ford Mustang, der leckt so ein bisschen. Ich hoffe, seine Leitung hält, liebe Zuschauer, am heutigen Abend. Nicht, dass wir hier noch ein Känguru haben. Das muss ja nicht sein, ne? Auch ein interessantes Design. Schlicht gehalten, muss man sagen. Aber finde ich gut gemacht. Und jetzt da haben wir auch den Empe hier. Der kommt drüber mit einer Zeit von 1:33.946. Platz Nummer 2 für ihn.
So, hier haben wir den Kollegen Express. Der hat mich vorher noch gefragt, welche Farbe soll ich denn nehmen vom Auto? Habe ich gesagt, nimm Rot. Na? Nimm einfach Rot, weil das wird man wahrscheinlich nicht so oft sehen. Kann ich mir vorstellen. Und jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er gleich über die Bühne. Wird es eine neue Bestzeit, liebe Freunde? Und ja, wir haben eine neue Bestzeit. 1,33, 1,33. Und er setzt sich damit auf die 1. So, hier haben wir einen Nicht-Amerikaner, sondern den ersten Engländer. Weil wir haben ja eine britisch-amerikanische Meisterschaft. Deswegen UK Sar. Die Meisterschaft oder der Meisterschaftsname. Und wir haben den Ruck mit dem Aston Martin. Dann gucken wir 27, 28, 29, 30, 31. Ah, oh, es könnte auch in die Richtung von 1,33 gehen. Wird eine 1,34, ah, eine 35er sogar. 1,35, 1,88, Platz Nummer 4 für ihn. Dann haben wir auf Abwägen. Nicht ganz fehlerfrei, aber besser wie auf dem Red Bull. Er schützt ein bisschen Red Bull in deinen Tank, dann geht's vielleicht auch nochmal richtig vorne, nach vorne. Du bist ja unser Tabellenführer und der Druck ist natürlich jetzt auf deinen Schultern. Bossi kommt mit dem Jaguar über die Ziellinie und wir haben hier die 1,33, 6 und 1. Platz 3 hier für den Kollegen Bossi. Und here we go. Eigentlich der Sieger im McLaren von letzter Woche, aber er hat es nicht mehr rechtzeitig geschafft, seine Reifen zu wechseln, der liebe Georgie. Na, und in der ist halt die eine Stunde abgelaufen gewesen und dadurch hat er leider das nicht mehr geschafft. Hätte eine Runde früher reingehen müssen, aber wir schauen mal, was er heute zusammenbringt im McLaren. Die Zeit bleibt stehen, neue Bestzeit 1,32, 6,92 ist der gute Georgie gefahren, damit ist er der Schnellste und die 32 der Zeit ist geknackt. So, auch der nächste Jaguar hier, super schönes Design hier wieder. In Schwarz und Weiß gehalten. Hier der gute Nombis. Ein Typ, der heute mit 1,32, 1,12 tiefe Zeit. Der heute ein Kandidat ist, der als Sieger heute eventuell aus dem Rennen gehen könnte. Wie schaut's aus bei unserem Kollegen Speedy Rapper? Wieder mit seinem Flip-Flop-farbenen Fahrzeug, Speedy Grandpa, jetzt unterwegs. Dahinter ist einer, der wahrscheinlich zu schnell aus der Box raus ist. Und Speedy Grandpa ist mit einer Zeit 1,33, 4,21 auf der Position 5. So, der Frank. Jo. Der Frank ist der Nächste. Dann war es ein anderer noch. Hier im Design ähnelt so ein bisschen das Design an Cars, würde ich sagen. Und der Frank kommt drüber mit der Corvette 1,32 und setzt sich damit auf Platz Nummer 2. 1,32, 4,28 für den Kollegen. So, Sabans, der Zweitplatzierte im Nesquik Design, in der flachen Flunder, der Ford GT, liebe Freunde. Bin ich der Ford GT, fährt immer besser geradeaus wie durch die Kurven. Vielleicht hat sich das mittlerweile auch geändert, ich weiß es nicht. Bin das Audi nie so gerne gefahren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr das Auto gerne fahrt? Könnt ihr gerne mal in den Kommentar schreiben, ne, in den Chat schreiben, ob ihr das Auto eigentlich eher auf der positiven Seite seht oder auf der negativen Seite. So, Sabans, 10er im Augenblick. Als 10er gestartet, wo kommt er im Endeffekt raus? Und es bleibt die 10. Es bleibt die 10. 1,35, 3,28. Nicht weiter nach vorne gekommen. So, einen wunderschönen guten Abend, Bluesbruder. Schön, dass du da bist. Und jetzt kommt Daniel. Daniel auf Platz 11 liegend, weil er sich als 11. angemeldet hat heute. Mit Schaden sogar. Und Daniel 1,33, 9,91, Platz 9 nur. Platz 9. Und jetzt auch nochmal ein Ford GT. Der Adam. Im APS-Design. Er kommt auch ein bisschen weit raus mit seinem Fahrzeug. Ja, man merkt, das Auto will eigentlich geradeaus, muss aber um die Kurve fahren. Deswegen auch dieses
unheimliche Reifen quietschen. Die Zeit bleibt stehen. Oh, das wird leider nicht die Bestzeit werden. 1,43, 1,41 und damit im Augenblick der letzte Platz von Adam. So, der Guido. Guido will's wissen. Eigentlich heißt es der Willi. Und wir bleiben bei 1,33, 2,56 und damit ist Guido auf der fünften Position. Haben wir noch einen oder haben wir noch zwei? Nein, wir haben noch einen. Und das ist der Ben heute. 14 Fahrer haben wir heute. Mit dem Mustang. Also wieder voll gemischtes Fahrerfeld. Am heutigen Abend. Wie weit kann sich unser österreichischer Kollege vorschieben? Und wir haben Platz Nummer 11 für Ben. 1,34, 9,71. Und damit sind wir mit dem Quali durch am heutigen Abend. Noch bis auf 1. Der Frank auf der 2 und der Georgie auf der 3. Ich bin wirklich gespannt. Kann unser Tabellenführer, der gute Steffen, seinen Platz behaupten? Nein, liebes Telefon, ich möchte im Augenblick nicht mit dir sprechen. Und jetzt haben wir eine kurze Pause und dann geht's gleich los. Jungs, geht nochmal auf die Strecke. Ich tue mal kurz mein Mikro muten und bin ich gleich für euch. Habt ihr jetzt alles gehört? Was gerade gesprochen wurde? So. Also, gleich geht's rund. Eine Minute noch. Schönes Bild der beiden hier. Jo. Ach, auch nicht schlecht. Dann muss ich das wohl rausschneiden. Oder stumm schalten. Ich habe gedacht, man hört es nicht im Film. Dann habe ich das auch geklärt. Ist auch schön. Na gut. Macht nichts. Bin aber schon wieder weg. Was? Wieso? Bleib da, Chris. Verlass mich nicht. Lass mich allein, lass mich nicht alleine. So, gleich geht's los. Bin gespannt. Wie gesagt, alle drei Reifentypen müssen gefahren werden. Ich hab nichts gehört, war pinkeln. Sehr gut. Das ist gut. Aber der Chris hat, glaube ich, was gehört. Ich muss mal schauen, ob das dann eventuell im Nachbetracht muss ich das nochmal gucken dann. Dass es wirklich aufgezeichnet wurde. Nein, bleibst da. Alles gut. Viel Spaß dir, Chris. Aber schön, dass du da warst. So, liebe Freunde, wir haben einen fliegenden Start. Wir gehen natürlich hier auf den guten... Genau. Platz Nummer 6. Entschuldigung. Wir sind dann eh gleich wieder rein. Gleich geht's los. Die Leute fahren jetzt hier... Im Abstand und gleich geht's los und die Ampel schaltet auf grün und let's go! Zweiter Lauf, der... UK-Sali quasi. So, schauen wir mal. Ah, Unfälle passieren hier schon mal keine, das ist schon mal sehr gut. Aber die ersten Angriffe werden schon kommen. So, wir gehen nochmal schnell raus. Gehen nochmal rein, ihr kennt ja das Spielchen mittlerweile. Und dann sehen wir hier schon die Boliden hier auf uns zufliegen. So, Namen machen wir aus. Das heißt, Nomis war denn auf der 1, der Frank auf der 2. Express haben wir jetzt auf der 3. Hartmem Gorgi bzw. Georgi hat er die Plätze getauscht. Ja, der nur noch auf der 4. Guido haben wir auf der 5. Jetzt gibt es hier schon den Angriff hier vom Speedy Grandpa auf den Kollegen Jenner. Ja, dann haben wir den Boss, die haben wir auf der 8, den Daniel auf der 9, den 10 haben wir den Ben, Ruck haben wir auf der 11, 12 haben wir Sabans,
13 haben wir den Adam und 14 haben wir Kollege Impe. Bleiben jetzt kurz dabei hier bei diesem Duell und Zeitstrafe hier schon für den Impe. Zeitstrafe gibt's hier schon. Ah. Der Abflug hier vom Adam. Das ist natürlich richtig Bescheid. Und jetzt gibt es gleich die Zeitstrafe für den Emperor. Und wir gehen ein Schrittchen nach vorne. Sabans auf der 12. Dann sehen wir hier den Rook. Und hier sehen wir mal. Bleiben wir drauf beim Ben Ben. Hier gibt es nämlich ein wunderschönes Duell zwischen Bossi und Danelli. Beide nebeneinander. Jaguar gegen Corvette. Schaut euch das Ganze mal an. Jenner führt im Augenblick das Ganze da vorne an. Dann haben wir den Daniel Boss, die haben wir davor. Speedy Grandpa versucht sich hier am Guido. Kam dann nicht vorbei. Guido ist am Grandpa vorbeigegangen. Oh, da geht der Jenner aber ganz schön weit. Dadurch schieben die anderen natürlich jetzt ein Stück auf. Und wir haben einen Kollegen. Guido, der so mal richtig Druck ausübt mit seinem Aston Martin. Na Jena, wie gesagt, auf der 5, dann gibt es schon einen größeren Abstand von 3,5 Sekunden. Ne? Georgie immer noch auf der 4, Express auf der 3. Ah, auch nicht hundertprozentig bekommen, die Kurve. Dann haben wir hier den Frank auf der 2 und Nombis auf der 1, der in Island schon wieder mit 1,8 Sekunden. Das sehen wir hier. So, hier fahren sie alle über den unsichtbaren Randstein. Und was ist mit Georgie? Ah, hat ein bisschen ausgesehen, als würde er hier ein bisschen weiter weg sein. Aber wir gehen hier mal auf die Gruppe hier mit um den Daniel. Im Rückspiegel hat er den Ben Ben. Und vorne, wir hocken uns mal auf die Beifahrerseite, weil wollen sie ja nicht so dick machen. Und hier die unterschiedlichsten Linien, ne, von Speedy Grandpa und vom Guido. Schön hier versuchen, die Curbs mitzunehmen, dass man hier voll auf dem Gas bleiben kann. Oh, leichter Abflug hier vom Speedy Grandpa. Der hat zum Glück keinen Schaden. Und der Daniel ist vorbei. Außenrum ist er vorbei oder doch nicht vorbei. Doch, er ist vorbei. Daniel vorbei. Hier beide mit den Medium-Reifen unterwegs. Okay, und wieder der Platztausch. Also, der Kollege Speedy Grandpa behauptet den Platz mit seinem Jaguar. Hat mal die Krallen ausgefahren. Da hat man gesagt, nee, muss nicht sein, dass du hier vorbeigehst. Ich will meinen Platz behalten. Ein größerer Abstand haben wir schon weiter hinten. Ben Ben, eine Sekunde hinterm Daniel. Der wiederum 1,2 jetzt auf Ben Ben, der Borsti. Und nach hinten ist Empe schon 4,6 Sekunden weg. Oh, Schaden. Hier, vorne links vom guten Borsti. Empe, Schaden vorne rechts. Dann haben wir den Rook. Noch kein Schaden. Sabans haben wir direkt dahinter. Und Adam hat schon mal den Weg versucht, das zu finden, um wieder dran zu gehen. So, Sabans jetzt im Windschatten. Persönliche Bestzeit 1:35.782. Klingt schon echt knackig hier, der GT, muss man schon sagen. Aber Rook will ihn nicht vorbeilassen. Auch hier unterschiedlichste Fahrlinien. Wir gehen mal mit in den flachen Flunde. Ist schon ein heißes Gerät eigentlich, so ein Ford GT. Aber irgendwie, ich glaube, ist jeder froh, wenn er das Auto gefahren hat.
Luke mit seinem Aston Martin. Fast eine Sekunde Vorsprung. Zwei, aber schon Rückstand auf den Kollegen Empe. Und jetzt hier Borsi direkt hinterm Ben. Waren wir auch mal auf der Beifahrerseite mit. Schaden vorne links beim Borsi und Aufhängungsschaden, ja, also Aufhängungsschaden und Frontsplitter mit Leidenschaft gezogen worden. Hat die weichen Reifen drauf. Medium Reifen hier beim Kollegen Ben. Deswegen kann er auch auf der Geraden nicht so gut dranbleiben. Oh, Abflug hier, so ein leichter Abflug. Waren wir live drauf, liebe Zuschauer. Mit dem Fehler von Borsi. Eine Stunde Renndistanz. Alle drei Reifen müssen gefahren werden. Das war ja das Problem letzte Woche vom Georgie. Hat sich grün und blau geärgert. Aber das gehört manchmal dazu. Ja? Wir haben quasi Pi mal Daumen 20 Sekunden vielleicht gefehlt, dass es das noch geschafft hat. Aber so ist halt manchmal. Dadurch haben wir unseren Express. Oh! Geht er ganz schön weiter, Daniel. 1,4 Sekunden ist in einem Guido. Eine Sekunde Vorsprung. Vorm Ben. Wie schaut es beim Guido aus? Der 2,7 Sekunden. Oh, weh. Hat er ganz schön Rückstand. Speedy Grandpa fährt jetzt auch alleine 2,5 Sekunden. Schaden vorne rechts, Medium Reifen drauf. Jetzt ist aber gleich der Guido dran. Ich habe gar nicht gewusst, dass der noch mit Anschaltung fährt. Der Guido. Ein paar Sekunden weg. Nicht optimal aus der Kurve gekommen. Oh, habt ihr vorne gesehen, wie es leicht angefangen hat, das Auto aufzuschwimmen? Ne? Nicht wirklich Traktion gehabt. Das Fahrzeug hat nicht hundertprozentig funktioniert an der Stelle. Und jetzt bin ich mal gespannt. Die Zeit geht runter. Also, der ist schon schnell mit seiner Kurve. Jetzt ist er dran. Halbe Sekunde, liebe Freunde. Ganz neues Fahrzeug für den Giro. Knappe 42 Kilometer erst drauf. Nach hinten hat er Abstand ein bisschen. Jetzt ist er total im Windschatten drin. Medium Reifen gegen Medium Reifen. Aber halt der Schaden vom Grandpa. Jetzt ist er nicht gut aus der Kurve gekommen. Da hat der Speedy Grandpa hier mal seine Klasse gezeigt. Oh, anderer Eintrittswinkel in die Kurve. Und dadurch hat der Grandpa hier ein bisschen was dazu gewonnen noch. Ah, wir haben es gemerkt, Dani kam nicht gut raus und wir sehen hier einen. Daniel. Der jetzt direkt im Guido im Nacken hängt. Wie du echt aus der Kurve rauskommst, das ist echt der Hammer. Wie viel Zeit du da teilweise verlieren kannst. Wahnsinn. So, deine persönliche Bestzeit, 1:33.882.
Und jetzt wird es immer spannender. Die schieben sich näher zusammen, die Jungs. Schöner Dreikampf. Wir gehen gleich weiter, liebe Zuschauer. Keine Angst. Wir bleiben noch. Die Runde drauf. Und dann gehen wir weiter. Wir sind jetzt in der 8. Runde. Wir haben jetzt 12 Minuten. Also wir haben noch sehr, sehr viel Zeit. Noch 45 Minuten. Da wird sich nicht das Rennen gleich entscheiden. So, sehr, sehr viele Kilometer hier schon beim Daniel, der über 4400 Kilometer auf dem Hobel hier drauf schon hat. Und er macht jetzt Druck auf den Guido. Ich würde, glaube ich, Lichthupen-Tourette würde ich, glaube ich, einschalten bis zum geht nicht mehr. Und jetzt hier die Windschattenspielchen natürlich. Jeder will vom Anfang profitieren. Und der Speedy Grandpa ist im Augenblick der benachteiligt. Jetzt sind wir auf der Start- und Zielgeraden. Ah, er kommt nicht gut raus. Er kommt nicht gut raus. Und der Speedy Grandpa geht als allererstes in die Box. Nein, Express ist auch dabei. Also, jetzt beginnt schon eine Phase der Boxenstopp. Dadurch haben wir jetzt den Daniel auf der 6, den Guido auf der Nummer 5. Jenna haben wir mit 3,7 Sekunden auf Platz 4, den Georgie auf Platz Nummer 3, Frank mit 4,9 Sekunden hinter unserem Führenden, unserem Nombis. Einer der Jungs, der wahrscheinlich auch auf die Sim-Expo geht, also wer Bock hat, meine Wenigkeit wird dort mit ein paar Jungs hier von KBTV. Wir treffen uns in Nürnberg auf der Sim-Expo. Also wer Lust hat, Partner gibt's, anmelden, Sim-Expo. Am 3.12. sind wir vor Ort. Auch der gute Ralf wird da sein. Der gute Kotzen-Eisbär. Also wer Bock hat, einfach Karte bestellen, Karte kaufen und gib ihm. So. Frank auf der 2 mit einem super Ergebnis bis jetzt. So, Georgie auf der 3. Daniel ist jetzt auf der 5. Dann haben wir Ben auf der 6. Und was ist los mit unserem Guido? Guido hat wahrscheinlich einen kleinen Ausflug gehabt, so wie es ausschaut. Weil er ist jetzt nur noch auf Platz 7. Wenn wir einmal weggehen. Ne? Es ist, wie es immer ist. Ne? Du gehst einmal weg und dann... MP haben wir auf der Nummer 8. Da haben wir Sabans jetzt auf der 9. 10 haben wir den Kollegen. Und da hinten steht der Rook in der Leitplanke. Komm, zurück, komm. Ja, rechts ist Gas. Wo nicht gemäht ist, kann man auch fahren. Richtig, jetzt hat er Platz verloren. Rook mit Frontschaden. Von hinten kommt ein Speedy Grandpa angeflogen. Ist das ärgerlich. Er schmeißt das Auto weg. Wahrscheinlich auf den Curb Gas gegeben und dann zack. Auf Wiedersehen. Na? Leider ist das so. Aber da ist ja auch Spannung dahinter. So, Borsti auf der 14 jetzt im Augenblick. Hat die harten Reifen schon drauf. In seinem Jaguar. 22 Sekunden auf dem Speedy Grandpa. Mal gucken, wie es gleich ausschaut. Wenn die ganzen Jungs ihren Boxenstopp bereinigt haben. So, der Führende geht jetzt auch in die Box. Der gute Nombis. Schnellster Mann im Feld im Augenblick 1:32.217. Ein bisschen langsamer als seine Quali-Zeit. Aber sehr, sehr gut. Auch der gute Frank ist drin. Der Georgie übernimmt die Führung, liebe Zuschauer. Der McLaren-Fahrer im Augenblick... nimmt der Georgie hier sich die Führung. Führungskilometer für unseren guten Mann. Servus. Mindestens zwei... Alter Falter. Ist der geflogen? Mindestens 2 Runden. Und dann haben wir jetzt Jenna. Wie geht's dir? Ah,
GT. So, Kronzen. Herr Kronzen, bitteschön, kein Problem. Also es muss jede Reifenmischung einmal gefahren werden. So ist es im Endeffekt dann. So, der gute Jana. Ja. Ja. Mindestens eine Runde, ja, ja. Genau. Also in der Regel sind es zwei, weil du fährst ja eine Runde und dann bringt es ja fast nichts. So, und Jan auf der 2, der Daniel auf der 3. Da blinkt auch schon der Sprit, sagt, ey, gib mir was in meinen Tank. Dann haben wir Ben, der muss jetzt auch noch rein. Nombis ist jetzt schon raus. Die Mediums hat er drauf auf Platz Nummer 5. Okay, dann ist es der Ronny. Und er jagt im Augenblick den guten Ben. Es wird eigentlich eine recht schnelle Angelegenheit werden wahrscheinlich. Beide haben dieselbe Reifenmischung drauf, also beide die Mediums drauf. Aber halt noch ein bisschen gut, ne? Und der Ben halt die echt schon abgerockten, wie man so schön sagt. Runter, wie immer. Schlechten Leuten geht's immer gut, sagt der Franke und sagt Danke. Danke mit G, ne? Und da hat er ihn vorbeigelassen, weil er sieht, er ist einfach schneller und gut gemacht von beiden. Sehr, sehr fair. Und damit haben wir den Nombis auf der 2, Ben auf der 3. Einen Wachsomatik, einen wunderschönen guten Abend. Weiß doch, Gronsen oder Ronny, Unkraut vergeht nicht. Ja? Dann haben wir eine Jaunty. Alles gut, Wachsom? Wie geht es dir? So, Georgie ist raus, Weichreifen drauf. Auf Platz Nummer 4. Hat im Schlepptau quasi den Kollegen Express, der aber die Mediumreifen drauf hat. Und macht fast den Abflug mit dem Pferdchen. Da sind ihn die Pferde durchgegangen. Genau, stimmt. Obwohl, das Unkraut vergeht nicht. Ja, das stimmt. Ja. Jedes Jahr tust du es aus dem Garten wieder entfernen und am nächsten Jahr kommt es wieder. Ja, da sind die Pferde mit ihm durchgegangen, mit dem guten Express. Der war, glaube ich, so schlecht, der Witz, aber er passt halt einfach wirklich. Ja. So, Reihenfolge ist im Endeffekt wieder normal, würde ich jetzt sagen. Weil Nombis ist jetzt auf der 1 nach seinem Boxenstopp, der Jordi ist auf der 2, Express haben wir auf der 3 und der Frank jetzt auf der 4. Das ist die einzige Veränderung, weil Frank ist auf der 2 gewesen. Und jetzt haben wir ihn auf der Nummer 4, hat die harten Reifen drauf. Da ist es natürlich jetzt schwierig dran zu bleiben, weil vor ihm fährt der Kollege Express Mediums. Der liebe Jordi fährt weich und der Nombis, der kann auch mit Medium-Reifen relativ schnell fahren. Also da würde ich mal sagen, wird der Frank, wenn er nicht wirklich jetzt den Düsenjet hinten dran hat, schwer haben, dran zu bleiben. Aber wir werden sehen. Ich kann mich auch irren. Na, wenn der gute Express nochmal so einen halben Abflug macht, dann ist er schneller da, als ihm lieb ist. Dann haben wir jetzt auf der 5. Auf der 6 unseren Speedy. So, mein Stuhlkissen hier richten. Ach, da. Dass der alte Mann auch gut sitzt. Und dann haben wir den Speedy Gramper, wie gesagt, auf der 6 mit 3,2 Sekunden Rückstand und 3,1 Sekunden Vorsprung vom Jänner, der jetzt aus der Box raus ist. Im Hintergrund haben wir schon Ben gesehen. Mit den weichen Reifen. Harte Reifen für den Jänner. Ja. Das macht auch diese Rennserie hier aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Reifenmischungen sind, egal wann du sie fährst, werden wir sehen. Ja? Ist deins, was du machst. Deswegen kommen auch diese schnellen Überholmanöver teilweise zustande, weil der eine hat harte Reifen drauf, der andere hat weiche Reifen drauf. Das ist einfach eine Sache. Da muss man für sich selber die Strategie entwickeln. Wie mache ich es? Und jetzt haben wir hier den Ben und der ist schon dran hier. Am Kollegen.
Der ist dran am Kollegen Jenner. Da merkst du halt einfach die weichen Reifen. Und er setzt schon den Blinker nach links. Das haben wir gesehen, das ist der amerikanische Blinker, weil roter Blinker. Mach doch jetzt Platz. Ich will überholen. Ben, Ben, gib ihm mal Lichttube, vielleicht versteht er das eher. Siehst aber komischerweise hinten nichts. Vorne. Dass er irgendwie blinkt. Das sieht man schlecht. Oder macht's wie CT und geht einfach auf Regenreifen raus. Das kann man auch tun. Hat aber das alles richtig gemacht. Er hat seine Reifen gewechselt beim Event. Weil man musste ja drei machen. Zack, zack, zack. Kurz hintereinander gewechselt und dann Feuer frei. So kann man es natürlich auch machen. Aber du hast halt hier einen extremen Verschleiß halt. Was die Reifen angeht, ne? Die weichen Reifen. Aber wunderschönes Duell hier der beiden Mustang. Aber Jenner gibt hier, sagt, hey, ich habe Ellenbogen, ich werde sie einsetzen, so schnell kommst du mir nicht vorbei. Er muss ja keinen Platz machen. Und wir sind hier auf Platz Nummer 8. Doch, jetzt habe ich gesehen, dass er vorne auch blinkt. Blickst extrem schwer teilweise. Und jetzt alle auf der Start und sie gerade, muss er jetzt endlich vorbei, der Ben Ben. Jetzt muss er vorbei, jetzt haben wir gleich gleiche Höhe, da muss er den Speed eigentlich mitnehmen können. Oder? Du ahnst es nicht, er ist immer noch vorne, kleine Berührung der beiden. Jetzt ist er aber vorbei. Ja, die roten Blinker sind sehr irritierend. Immer noch für mich, gerade wenn ich... Jetzt glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir echt sofort. Habe ich auch immer wieder mal, dass du einen vor mir sitzt. Bei uns ist in der Nähe ist eine Kaserne, eine amerikanische Kaserne, die haben Hubschrauber. Und da fahren auch immer wieder mal welche, ne, vorbei, also Amerikaner mit ihren Fahrzeugen und die haben halt rote Blinker drin. Also ist manchmal etwas, ja, komisch. Und schauen wir nochmal nach vorne, ob sich da von den Zeiten was geändert hat. Und wenn nicht, die Abstände werden auf jeden Fall größer, dann fangen wir von hinten an. Er kriegt schon die blaue Flagge geschwenkt, unser Adam. Wer ist denn hinter ihm? Halt. Das ist der gute Daniel. Eckschaden beim Adam. Oh, er bremst aber runter. Hätte er jetzt gar nicht gebraucht. Hätte einfach nur vom Gas gemüsst, aber... Ja. Aber alles gut. Jetzt kommt er auf der Geraden. Kommt er, Alter. Zieht er halt richtig an. Der... Ford GT. Hau doch mal das Riesenlenkrad an. Das ist ja ein Schneidebrett ist ja das, wie groß das ist. Also hübsch ist was anderes. Ne, aber es ist alles drauf, was du brauchst. Würde ich mal so sagen. Jetzt ist er schon weg. So. Kollege Rook. Oh, der Guido ist drin. Der Kollege Rook auf Platz 13 liegen im Augenblick mit den harten Reifen unterwegs. Sabans hier, 12. Medium-Reifen unterwegs. MP springt so leicht auf der Platz 11. Auf dem 11. Platz. Und der Guido auf den weichen Reifen jetzt. Und Feuer frei, würde ich sagen. Auch nicht wirklich viel mehr Kilometer hat der gute Borsti mit seinem Jaguar. Er hat schon ein paar Kilometer mit seinem Mustang hinter sich gebracht, aber er kann den Ben Ben natürlich nicht halten. Die Reifen sind einfach zu unterschiedlich von der Reifenmischung her. Einfach die harten Reifen machen da einen guten Job, aber sie können einfach gegen die weichen Reifen nicht dagegen halten. So, beim Ben sehen wir hier. Haben wir sonst Video, Grandpa? Ja, also der Lackierer hat auch seine Freude, wenn er da mal was nachlackieren muss, bis er den Farbton... Den Farbton bringt er vielleicht so hin. Könnte er vielleicht hinbringen. Das Problem ist, die Partikel... Ja, die bringt er nicht mehr so hin. Das ist die einer der qualvollsten, genauso wie zum Flip-Flop-Lack. Wenn du da einen Unfall hast. Früher war ja in den 90er Jahren war ja Flip-Flop-Lack ganz, ganz trendy.
Ne? Und wir haben für eine Lackiererei gehabt. Zum Glück war bei uns, kann aber beim Kollegen. Der hat mal ein Fahrzeug gehabt. Er hat gesagt, das ist die Qual. Du musst das Auto vom Prinzip her neu lackieren, komplett. Sonst bringst du es nicht mehr so hin. Grauenhaft. Sowas zu lackieren. Es gibt aber auch mittlerweile Farbtöne, die nicht ganz so einfach sind. Da brauchst du auch so ein bisschen Erfahrung drin, würde ich sagen. Dass du es einigermaßen hinbringst. So. Im ersten Mal sieht man hier mal so ein bisschen spärliches Rennrad. So, 7,8. Ja gut, sagen wir knapp 8 Sekunden ist das Speedy Grandpa hinterm Georgie. Jetzt geht's auf die Gerade zu. Meine persönlich schnellste Zeit haben wir schon gesehen im Augenblick. Die wird aber nochmal kommen, könnte ich mir vorstellen, vom Speedy Grandpa. Und jetzt haben wir einen Unfall. Oh, da ist eine was weg und das ist der Adam. Das müsste Adam gewesen sein. Ja. Der war so leicht rechts gestanden. Gehen aber trotzdem noch von vorne nochmal nach hinten durch. Ob wir nicht irgendeinen übersehen haben. Mit Schaden. Schaut aber alles soweit gut aus, würde ich sagen. Ja, der Adam war hier auf Abwinken. Wir bleiben aber kurz drauf hier zwischen Guido und dem Bossi. Was macht denn der Bossi? Holla die Walfi. Da hat er mal kurz am Gras geschnuppert. Das war kurz auf Abwägen gewesen. Gott sei Dank ist nicht mehr passiert. Man konnte das Fahrzeug unter Kontrolle halten. Dadurch ist aber der gute Guido dran vorbeigegangen. So, da waren es mit seinem Nesquik. Nesquik ist immer, finde ich, der Karma, wie man so schön will. Oder, ne? Schokoladenkaber, ja. Mit etwas mehr Schokolade drin, wie zum Beispiel der Originalkaber. Mir immer früher gehabt haben. Hat aber eigentlich schmeckt immer wegen Schokolade. Ja, schöne Keks dazu. Schöne Milch. Und Kakao. Ja, schon was Feines. Schon super aus. Jetzt das Fahrzeug übrigens hier wieder mit dem unsichtbaren Körb. Haben sie wieder getrickst. Jungs. Würde fast lohnen mehr mit. Ja. Mit weichen Reifen zu fahren, das ist richtig. Wie man es halt trainiert hat, ne? Jetzt sind wir bei 18 Runden. Jetzt haben wir eine halbe Stunde rum. Warte mal, wer war jetzt mit den Weichen unterwegs? Entschuldigung, dass ich jetzt mal durchskippe. Der Daniel. Ist ja gut, ich habe gesehen, dass die Autos rechts sind. Ich will ja nur die Zeit sehen, Mann. 20. Runde. Ja, er bringt mir wirklich jedes Auto. So geil. Super Spiel. Das, was ich wissen will, sehe ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr, weil. Genau. Da, Runde 11 war da drin. Boah, gut gerettet vom Daniel. Runde 11 war da drin. 9 Runden haben wir jetzt. Vielleicht gehen noch 2 Runden. Lieber Biber, lieber Harry. Vielleicht gehen noch 2 Runden. Hast du aber das Maximale aus dem Reifen rausgequetscht, ohne dass du vielleicht den Abflug machst.
Hast du. Schwierig. Wenn du dich strategierst, wir fahren eine Stunde, ne? Wenn du jetzt so denkst, magst du vielleicht zwei Runden Mediums drauf, zwei vielleicht die harten. Und danach nur weich. Dann glaub, ja, natürlich, klar. Aber wir spinnen jetzt mal so weiter, ne? Wir sagen, wir schaffen 10 Runden. Sagen wir 20. 20, 40. Bei dreimal Reifenwechsel, ja, dann müsstest du aber dann. Ja, Viertelstunde, 10 Runden. Das ist eine halbe Stunde, 20 Runden mit den Weichen. Das sind 30 Runden bei 45 und dann zweimal wechseln kurzzeitig. Aber Boxen halt, weißt du, 25. Boah. Du musst aber, wie gesagt, zweimal wechseln. Du brauchst ja die Mediums und die Harden. Und das ist ja die Schwierigkeit. Ist eine Frage, ne? So, wir gehen mal die Reihenfolge von vorne nach hinten durch. Also, Nombis haben wir auf der Nummer 1. Dann haben wir Express im Augenblick auf der 2. Direkt den Frank haben wir den, wir schalten gleich mal hin. Dann haben wir den Daniel auf der 4, den Georgi haben wir auf der 5. Den Jenner auf der 6, den Guido auf der 7. Ben haben wir auf der 8. Dahinter haben wir Speedy Grandpa. Boss, die ist in der Box, fährt gerade wieder raus. Kommt das nächste Duell mit dem Rook auf der 11. Dann haben wir Samans auf der 12, MP auf der 13 und Adam auf der 14. Eine Runde hart und dann noch dreimal. Ja, dann müsstest du ja mit den Mediums starten, Harry. So, also das erste Duell hat sich leider in Luft aufgelöst. So, dann bleiben wir beim Georgi, der weiche Reifen drauf hat und weiche Reifen hat der Jenner drauf. 0,7 Sekunden zwischen den beiden, zwischen Mustang und McLaren. Hier wirklich das amerikanische-englische Duell. Ja, dann musst du ja auf die Mediums starten. Das ist die Frage. Oder du startest auf weich, dann auf hart, dann auf medium. Ah, schwierig. Schwieriges Kapitel. Jo, also wir haben hier ein Dreier gespannt. Ladies and Gentlemen, nachdem ja der Express aus der Box raus ist, haben wir den Jenner auf der 5, den Georgi auf der 4 und dann haben wir Express auf der 3. Und wir haben lila Zeit, Purple Zeit vom Kollegen Jenner. 1:32.725 ist seine schnellste Zeit und hier hat der Fehler gemacht, der gute Express. Hier das Beschleunigungsduell. Kurve geht nach links, harte Reifen, ist natürlich unterlegen, macht sich so breit wie möglich mit seinem Schaukelpferd. Nutznießer dieses Dreikampfes könnte eventuell sogar der Jenner sein. Oh, leichte Berührung, aber alles gut. Auf harten Reifen starten, weil du dann keinen Verkehr hast nach dem Stopp. Aber auch eine Möglichkeit. So, jetzt hängt er voll im Heck drin hier. Der gute Georgi im Express, der hält ein bisschen auf. Jetzt sticht er innen rein, weil er innen drin schneller ist. Die gehen beide an ihm vorbei. Und der Express geht nochmal in die Box, weil er wahrscheinlich die Runde jetzt beendet hat und zieht sich nochmal an die Schlappen drauf. Schönes Duell hier der beiden. Jenner im Augenblick in der Innenbahn. Er war schneller unterwegs, konnte aber nicht schneller. Und jetzt das Beschleunigungsduell. Dieser beiden. Schauen wir uns richtig an. Innenbahn hat er. Oh! Leichte Berührung zwischen den beiden, aber sehr, sehr fair das Ganze. Muss man sagen, da ist keiner und will den anderen unbedingt wegdrücken. Nein, das ist gar nicht der Fall. Das ist wirklich auf einem sehr, sehr fairen Level hier das ganze Rennen. Ah, hat jetzt ein bisschen verloren.
So, gehen wir gleich mal weiter nach hinten. Express ist auch wieder drauf. Hat sich die Weichen geholt. Und jetzt sind wir schon beim Duell. Mustang, Mustang. Dahinter haben wir Jaguar und nochmal Mustang. Was ist denn hier los, liebe Freunde? Die Wechselzeit ist schon wieder schon von vorbei. Und hier sehen wir nochmal ein blaues Lämpchen. Aber das ist nicht für den Ben. So, Vierer gespannt. So, drei Schaukelpferde und ein Jaguar. Also quasi Buster T auch schon bei Ralf Steven. Ja, genau. Könntest du auf jeden Fall machen. Ui, Tiefi, Onkel Bödefeld. Das hat er nochmal gut gerettet, der Ben. So, gehen wir mal ein Plätzchen weiter nach vorne. Es ist ja bald schon wieder weit. Plätzchen-Time. Wir haben noch 8 Wochen. Freunde, 8 Wochen bis Weihnachten. Um Gottes Willen. Das ahnst du nicht. Wie schnell... Okay. Hat Platz gemacht. Dadurch ist er durchgegangen. Beides. Herr Daniel. Ach, das war ein Überrundeter. Richtig. Ach, dafür war die blaue Flagge. Okay. Noch ein bisschen in der Box. Rank auf der 2. Hat aber den Georgie 33 Sekunden hinter sich. Ja, klar. Logisch. Spekulatius, Lebkuchen, alles schon wieder in den Regalen. Du ahnst es nicht. Sollen wir dir ein Päckchen drüber schicken? Proviant quasi aus Deutschland. Gute Spekulatius. Gehen wieder die Fresserei auf Arbeit. Alter. Genau, 1,4 Sekunden hinterm Georgie. Frank übernimmt das erste Mal die Führung. Gute Nombis ist jetzt raus. Weihnachten. Meine Frau hat Geburtstag am 24. Das kostet immer. Mein Daddy hat am 25. Ist auch nicht viel besser. Und mein kleines Patenkind hat am 17. Dezember. Ja. Es ist halt für alle immer, finde ich, nicht so schön. Ja, wenn du halt doppelt an Weihnachten kriegst halt, ne? Weil man sich dann halt zweimal freut. Aber Hauptsache gesund. Sagen wir es mal so. Bringt jetzt altbacken und so. Nicht am 21. Haben eure Eltern alles richtig gemacht, Harry. Abflug hier. Links, rechts, rechts, links. Da ist er jetzt vorbei, der Jänner, weil hier der McLaren meint, er muss den englischen Rasen nochmal trimmen auf kurz. Ne? Das hat auch gut funktioniert, muss man sagen. Zum Glück keine Beschädigung. Der Rasenmäher hat noch wirklich gutes Schneidwerk vorne. Hat funktioniert, hat nur einen Platz abgeben müssen. Also, Georgie jetzt auf der 4. Express zieht die Meute hinter sich her. Action Georgie im Einsatz. Ja, für die Galerie, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Wenn er schon Engländer fährt, muss der Rasen auch gepflegt sein. Express auf der 5, Billy Grandpa auf der 6, Ben auf der 7, Daniel mit 12 Sekunden Abstand, weil hier der gute na? Bossy Boss? Ne, Bossy Boss nicht. Was denn jetzt? Genau, der Empe war es. Entschuldigung. Empe sich hier mitten reingeschlichen hat. Und hier munter Selie mitfährt. Finde ich trotzdem gut. Auch er hat dann zumindest ein bisschen was zu tun. Macht auch mehr Spaß, wenn er nicht nur in der fährst. Klar, du hast die Zeit vor dir und siehst, Gottes Willen, ich bin jetzt ewig weit hinten. Aber wenn ich die Leute habe und habe trotzdem dabei, dann macht es noch viel mehr Spaß, wie als wenn du nur hinten mitfährst. Ja, also von dem her, alles gut. So, der Banz allein auf weiter Flur, 10 Sekunden auf dem Rook, 32 auf dem Empe. Und hier hört man den dröhnenden V12 vom Rook in seinem Aston Martin. Gartenreifen war im Augenblick drauf. Ah.
Ja, ich versuche den Jaguar zu verfolgen, aber ein Jaguar, wisst ihr, ist relativ schnell und der hat im Augenblick auch die besseren Socken drauf. Ja? Die besseren Reifen mit dem Medium-Reifen, dann wird es natürlich auch für einen Rook schwer, der auf der 11. Position liegt. Der gute Guido. Nicht zu verwechseln mit Gildo hat er mich lieb. Wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt mit euch Lieder. Ja? Das ist er nicht. Sondern der gute Guido mit seinem Aston Martin unterwegs hier. Jagt zwar den Adam, der aber leider nicht hier um Platz 9 mitspielt. Und wir sehen links eine Zeit, eine 1.32, 1.61 und das hat der Georgie hier in den Asphalt gebrannt. So, dann auf der 8. Ben haben wir auf der 7. unseren Speedy Gramper hängt quasi im Frank jetzt da hinten hin. Und da vorne hier haben wir das Duell, was wir heute schon mal gehabt haben. Das ist Express gegen unseren Frank. Und wir fahren mal mit dem Frank mit. Mit unserer Corvette. Leider immer noch die alte. Da wäre es einfach mal gut, statt nochmal einen neuen GTR zu bringen, endlich mal die neue Corvette ins Spiel zu bringen. Oder mal den neuen M4. Das sind Fahrzeuge, die wir brauchen. GTR ist super schön, aber hätte man nicht unbedingt gebraucht jetzt. Meiner Ansicht nach. 1,5 Sekunden. Ne? Der Express konnte sich ein bisschen lösen. Zeigt auch heute im zweiten Rennen eine sehr, sehr starke Vorstellung. Ganz böses Flashback zu meinem Auftritt beim Schulevent als Gildo. Oder den ersten von 2012. Das ist auch richtig. Ja, dann hätte ich aber auch den GT, dann hätte ich lieber den ersten drin gelassen, ne? Und hätte lieber den Z4 rausgenommen. Ganz ehrlich. Und Z4 ist eigentlich schon längst aus dem GT-Rennsport draußen. Es wird halt nur noch in der Langstrecke, hätte man da, glaube ich, beim 24-Stunden-Rennen wird es auf jeden Fall gefahren, aber deswegen habe ich jetzt, glaube ich, im Miota einen wunderschönen Ohrwurm verpasst. Bildo hat euch lieb. Und dann dazu noch die schönen Bilder damals vom Eurovision Song Contest. Zum Glück alles vor Social Media und sagt der Jota auch, komm ich rüber zum Zigarre lieb. Jota hat euch lieb. Ja, wäre Zeit für den M4, ja, sehe ich auch so. Was da vertraglich natürlich geregelt ist, das wissen wir natürlich leider auch alle nicht. Ja? Und hier versucht sich der Georgie wieder ranzusaugen. Oh. Der Sprit sagt aber, so langsam habe ich aber MT in meinem Tank. Ich müsste vielleicht mal an die Tankstelle. Und jetzt haben wir aber das Duell hier, das entscheidende Duell. 45 Minuten haben wir vorbei. Viertelstunde geht's noch. Für die wissen nicht, was eine Viertelstunde ist. Hier sind 15 Minuten noch. Ja, nicht Viertel vor, sondern Dreiviertel. Ne? Dreiviertel der Uhrzeit ist vorbei. Ja, der Biber versteht mich wegen's. Glaube ich, der Einzige hier, was mich versteht. Und jetzt haben wir das Duell in der Box. Wer, boah, schau dich mal den Reifen von mir an. Der ist tot. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Liebe Freunde, wir bleiben leider in der Box drauf. Ich will das wissen hier, wer... Oh, der kommt früher raus. Der gute Georgie kommt raus. Jenner geht auch raus. Beide mit den gleichen Reifen. Beide mit den Weichen. Weil Biber, du weißt ja, ne? Lieber Harry, du hast eine viertelste Milch noch. Und nicht eine viertelste Vormilch. Also ich verstehe den auch. Ja gut, das ist schön, Jutta, das ist gut. Ne? Weil manche verstehen es nicht. Weil die Uhrzeit ist Viertel, halb, Dreiviertel. Wie viel Uhr haben wir jetzt?
Jetzt haben wir kurz vor halb und wir hatten gerade 9:45. Ne? Und nicht 9:45 oder 9:45. Nein, wir haben jetzt gerade 9:45 gehabt. Da scheiden sich die Geister, aber so kommen auf jedem Meeting oder hier auf jedem Treffen, was du irgendwie hast, einfach die geilste Diskussion. Du kommst immer ins Gespräch. Wenn dir nichts einfällt, fang mit der Uhrzeit an. Da hast du auf jeden Fall Redebedarf. So, Jen auf der 6, Georgie auf der 5. Wir haben jetzt den Daniel, der mit dem Medium-Reifen unterwegs ist. Das wird wahrscheinlich nicht der Platz 4 werden am Ende. Da wird er vielleicht sogar 2 Plätze abgeben müssen, der gute Daniel. Ne? Weil 2 Sekunden ist nicht viel. Der Frank, Medium-Reifen, der ist schon ein bisschen weg, 17 Sekunden. Das könnte eventuell rauslangen. Beim guten Daniel, oh, der wird nochmal in die Box, der muss nochmal in die Box, liebe Freunde. Dann war da für mich eine Box zu viel drin heute. Weil der war ja vorhin nochmal drin, ich glaube, der hatte dann 4 Boxenstops. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Schauen wir mal. 1,9 Sekunden. Wir werden es sehen. Verstehen heißt aber nicht, dass ich quasi recht gebe. 19:15 ist 7:15. Ist 8:15. Nein. Hm. Verstehen, ja, ist okay. Ne? Verstehen, ja. Aber es heißt einfach so. Joda, da gibt es keine Zweifel. So, Normbett sind wir noch auf der 1 mit 9 Sekunden. Sagen wir 10 Sekunden Vorsprung fast. Und jetzt nochmal auf Purple-Zeit, liebe Freunde. Purple-Zeit, da bleiben wir nochmal drauf. Kriegen wir nochmal die Purple-Zeit. Wird dem Georgie die Bestzeit hier genommen? Und ich glaube ja, er ist auf weichen Reifen unterwegs. Mit seinem Jaguar ist nicht viel, er braucht nur einen klitzekleinen Fahrfehler haben und dann ist die Zeit auch weg. Nimmt aber die Kurven gerade so, dass es wirklich funktionieren könnte, liebe Freunde. Wir gehen nochmal mit ins Cockpit. Genau, richtig, 7:45. So muss es sein, so könnte es sein. Was anderes wird nicht zugelassen. Das ist ein fränkischer Stream. Also hast du 7:45. So, jetzt alle auf die Start- und Zielgerade. Gegen mir die neue Bestzeit. Wie schaut's aus? Licht es schon mal an. Und wir haben die neue Bestzeit. 1:31.977. Wir sind unter 1:32. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Zeit, liebe Nombis. So. Und er fährt rein. Und damit macht er sich seinen Podiumsplatz kaputt diesmal. Der Express. Weil jetzt der Frank auf der 2 ist. Der Daniel ist auf der 3. Im Schlepptau hat er den Georgie. Und wir haben ein kleines Jännerchen. Es dauert noch ein bisschen, bis der rankommt. Hier, bei einer guten Sekunde ist er jetzt schon dran. Es kann sein. Das wollen wir nicht abstreiten. Er bleibt voll drauf. Habt das gehört? Voll drauf. Schönes Duell hier zwischen diesen beiden. Wieder Morgenluft. Der Podiumsplatz ist in Sicht diesmal. Das gehört richtig, das Abblasen vom Laufventil. Ja, vom Schubumluftventil, wie es so schön heißt.
Aber Jota, das war eine verdammt wilde Mischung, ich sag's dir. ...3,7 Sekunden. Ah, nochmal schön runtergeschalten. Jetzt, und Bötchen heißen auch nicht Semmeln. Das ist richtig. Da gebe ich dir vollkommen recht. In Nürnberg heißen sie Weckler. Wo ist das? Wo liegt das Auto sehr unruhig? Servus, grüß dich, Mystics. Nö, eigentlich nicht. Der fährt im Augenblick nur etwas wild. Richtig. Oder normale halt, ne? Normale sind normale Brötchen. Eine Kaiser, normale Brötchen halt einfach. Wenn du sagst, bei uns drei normale, dann geben sie drei normale Brötchen mit der... mit der Ritze, was schon, mit der... Wird ein bisschen wilder, ja, weil er ist auch im Augenblick richtig schnell unterwegs. Ich hoffe, dir geht's gut, Mystics. Schön, dass du da bist. Weckler, ja. Ja, Weckler ist eigentlich mehr auf den Nürnberger bezogen, auf den Nürnberger bezogen, weil es sind drei im Weckler, sind drei im Brötchen. Schrippen. Ja, Schrippen gibt's auch. Ich glaube, Schrippen gibt's in Berlin, glaube ich, oder so. Ja. Aber hier sehen wir ja auch den Amerikaner. Hier im Bild, beziehungsweise den Kanadier, da wird es wahrscheinlich ähnlich heißen. Hier ein wunderschönes Duell und er ist vorbei. Jetzt bin ich gespannt, weil er Daniel nur noch auf Position 4 ist. Wie schaut es denn aus bei mir da? Ja, doch, mir geht's relativ gut. Dienstag, es ist KBTV-Liga, es ist hier... Es ist hier richtig lustig, richtig spannend, weil wir haben eine Liga mit drei unterschiedlichen Reifen, wo du fahren musst. Mystics. Die müssen alle gefahren werden. Kannst starten mit was du willst. Dementsprechend. Richtige Schwarzbrot, oder? Na, das brauchst du bei dir draußen, glaube ich. Aber du hast ja Elch. Haben wir hier zum Beispiel nicht. So, 1,7 Sekunden. 1,7 Sekunden. Der Express, der hat natürlich das Nachsehen. Ja, hat jetzt natürlich nochmal die Eigenreifen aufgezogen. Aber trotzdem, Podiumsplatz ist natürlich weg. Speedy Grandpa, 9,7 Sekunden. Der Guido hängt hier zusammen mit dem... mit dem Empe. So, Ben Ben auf der 9, Borsti auf der 10, Rook auf der 11. Da waren es auf der 12, MP auf der 13, Adam auf der 14. Boxenstopp? Nee, Adam hat abgestellt. Liebe Freunde, Adam hat abgestellt. Blöde Frage. Frage, spiele seit ein paar Tagen GT. Was bedeutet das Warndreieck unten rechts neben der Anzeige? Dieses Warndreieck, lieber Chat, wollte ich es ihm sagen? Ich dürfte es ihm ganz sagen. Na, Licht ist klar, dann hast du die Aerodynamik. Dann hast du auf der linken Seite dein ABS. Dann siehst du jetzt, hast du den, ist im Endeffekt die Traktionskontrolle ist eingeschaltet. Ja? Was? Steppt, schreibt's, genau. Der Bluesbruder schreibt's, die Gegenlenkhilfe. Die ist aber ausgeschaltet. Die darfst du eigentlich nicht verwenden. So. Knapp 4 Minuten noch. Ich ziehe da immer gerne den Chat mit ein. Aber so kommt noch ein bisschen Interaktion im Chat mit rüber. So, Frank Heft auf der 2, Georgie auf der 3, Daniel auf der 4, Express auf der 5. Und wo ist Jenna? Liebe Freunde, Jenna, was hat... Nein, Motorschaden beim Jenna, du bist bekloppt. Der schmeißt das Auto weg. Der schmeißt eigentlich fast geglaubten, sicheren, vierten Platz weg. Okay, dann muss ich jetzt mal ausschalten. Da leuchtet bei mir teilweise rot auf der Geraden. Ja, das solltest du denn machen. Ja, das kannst du mal ausschalten, bitte.
Ah, okay. Muss zugeben, hat er jetzt auch nicht gewusst. Danke, Bluesbruder. Siehst du, deswegen nehme ich den Chat immer gern mit. Naja, und dann könnt ihr nämlich auch gleich die Tipps reinschreiben, die Jungs. Ich habe das bei mir von Anfang an schon ausgeschaltet gehabt. Ob es was geholfen hat, weiß ich nicht. Ja? So, Jenner mit Motorschaden. Kann er sich über die Zeit retten? Fährt er in die Box? Das ist die Frage. Wahrscheinlich fährt er nochmal in die Box. Das ist natürlich ärgerlich. So, Speedy Grandpa auf der 6. Daniel hat damit wahrscheinlich, wenn alles gut läuft. Ja, Bremse, Lenkhilfe habe ich direkt ausgemacht. Und Ticker ist runter. Und Daniel schmeißt das Auto weg, liebe Freunde. Das ist doch nicht zu glauben. Daniel schmeißt das Auto weg auf Platz 5 liegen. Jetzt hat er eventuell das Problem, dass Speedy Grandpa wahrscheinlich doch noch vorbeikommt. Ja, genau. Roter Punkt heißt Motorschaden. Meistens nicht das Beste. Aha. Ja, in dem Fall. Komm, Jena. Schade, schade, lieber Jena. Platz 8 liegend. MyTix_Appi, danke für den Follow. Und er schmeißt das Auto nochmal weg. Das gibt's doch nicht. Live on Streamfloch, was ist los? Machen die Reifen schon den Abbau? Danke dir, Mystix. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Macht der Reifen wirklich schon so schlapp hier beim Daniel? Ist das die Folge? Er hat jetzt Probleme. Das Auto ist jetzt auf der Hinterachse beschädigt komplett. Auch der Anpressdruck hinten vom Splitter unten ist nicht mehr da. Ja, wir haben es gesehen. Schade, Adam, aber wenn es heute nicht funktioniert, bin ich aber gut, dass du trotzdem in der Lobby bleibst. Manchmal ist es halt einfach nicht der Tag der Tage. Ne? Aber dass du nicht Rage Quit ist, sondern in der Lobby bleibst trotzdem, finde ich trotzdem auch richtig anständig. So, wir gehen in die sogenannte letzte Minute gleich. Jetzt geht's los. Eine Runde werden wir noch haben vom Nombis. Man hat neuerdings wenig Zeit. Fällt mir aber aus. Eine wunderschöne. Ui, die letzten 2 Minuten. Yo. Schön, dass du da bist noch. Ja, die letzten 2 Minuten sind da. So, letzte Runde quasi für den Kollegen Nombis. Kommt der Frank nochmal drüber? Oh, ja, wird auf jeden Fall noch so sein. Dass er auf jeden Fall über die Zeit noch kommt. Ich grüße dich, mein Freund. Steigst du nächste Woche wieder ins Cockpit? So, wir haben quasi die Dunkelheit vor uns. Frank kommt noch drüber. Georgie kommt jetzt gleich noch drüber. Express. Er kommt auch noch drüber. Gerade so, der Speedy Grandpa wird der Erste sein, der gleich abgewunken wird. Und dann haben wir einen Kollegen. Müsste eigentlich die letzte Runde sein. Eine Stunde ist vorbei, genau. Und wir haben einen abgewunkenen Speedy Grandpa auf der 5. Herzlichen Glückwunsch. Super Rennen von dir. Der Daniel schiebt sein Auto quasi so. Versuch nächste Woche noch einmal. Oh, warst du zu spät dran, aber wir hätten doch noch einen Platz gehabt heute. Wir waren doch nur 14. Los, Bruder. Und herzlichen Glückwunsch, Daniel. Platz Nummer 6. Guido kommt drüber auf der 7. Position, sorry. Der Jenner auf der 8. hatte sich auch anders vorgestellt. So, Luke ist schon abgewunken worden. Da kommt er jetzt. Wie Drubel zu Hause, mal sehen. Okay. So, dann haben wir Ben auf der 9. MP ist auch schon abgewunken worden. Dann der Bossi kommt jetzt drüber und Normbiss ist auch schon drüber, liebe Freunde. Normbiss haben wir drüber. Dann zweiter haben wir den Frank. Georgie jetzt im Schlepptau hier mit dem Express, liebe Freunde. Geht da noch was?
Nein! Georgie auf der 3, 4 haben wir Express, 5 Speedy Gramper, 6 haben wir den Daniel, 7 haben wir den Guido, 8 den Jenner, 9 Ben Ben, 10 der Bosti, 11 der Rook, 12 haben wir den Kollegen Empe und in der Box aufgeben Sabans und der Adam. Freunde, 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 ich sag's euch, was für ein Auftakt in Liga quasi zum zweiten Renntag. Da bist du bekloppt. Da wirst du wahnsinnig. Auch heute wieder ein fantastisches Rennen abgeliefert. So, jetzt warten wir mal ab. Die Zeit läuft gleich runter. Hier sehen wir unseren Spitzenfahrer am heutigen Abend. Das ist der gute Nombis. Hat den ersten Sieg eingefahren. Dann auf jeden Fall baldige gute Besserung, Bruder. Au. Okay. Ach gut, bei Corona ist es natürlich so eine Sache. Auch wenn es hier in Anführungszeichen nicht schwer ist, sondern einfach es strengt an. Ja? Glückwunsch an alle Fahrer aller drei Reifenarten. Das ist richtig. So, wir warten ab, bis die Zeit nach unten runtergelaufen ist. Frank haben wir dann auf der 2, auf der 3 haben wir den Georgie. Konnten sich gerade noch durchsetzen gegen unseren Express. Ja? Speedy Grandpa, 5. Platz, sehr, sehr gut gemacht. 6. ist dann der eine geworden. Ja, der ist natürlich nicht so. Biber, hast du Zeit jetzt noch? Nombis, Jager, OP, fast eine Bank. Ja, hast du noch Zeit, Herr Harry? So, Sieg, Pole Position und fehlerfreies Rennen, würde ich sagen. Jo, ich rufe dich gleich im Discord an. So, wir gehen auf jeden Fall in die... Dankeschön, vielen, vielen Dank, lieber Bluesbruder. Dir natürlich sehr, sehr viel, viel gute Besserung, viel Trinken und so weiter. Vielen, vielen Dank schon mal an meine Moderatorin, was im Hintergrund dabei war. Mystix an deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Das war quasi Rennen Nummer 2. Na, am dritten Spieltag sind wir quasi, am dritten Renntag sind wir am 1.11., ne? Da haben wir quasi noch folgende Strecken denn zur Auswahl. Mount Panorama, Nürburgring bei Regen, dann Blue Moon Innen, Interlagos haben wir noch, Willow Springs, Fujiyama kurz, Dragon Tray Gärten 2 mit Fragezeichen, Spa mit Regen und heute war ja schon Yamagiwa Kyoto. Ja, das war auf jeden Fall heute der zweite Spieltag, sozusagen Renntag. So, wir gehen jetzt zum Kollegen Maxike rüber. Der macht die HM GTC. Machen wir einen kleinen Follower zum guten Maxike. Ne? Der streamt auch mal wieder seit langem. Da gehen wir doch mal rüber, hätte ich gesagt. Lassen dann einen schönen Follow da bei ihm. Einfach mal schön Hallo sagen. Dann vielen, vielen Dank, dass er da war. Ich denke, hat Spaß gemacht. Nächste Woche gerne wieder. Bei mir gibt es die Woche noch. Heute ist Dienstag. Am Freitag gibt es wieder den Talk am Freitag. Na, letzte Woche leider ausgefallen, da er krank war. Kann ich das auch leider nicht machen. Der Talk am Freitag, wir haben einen Mann des Rechts, habe ich dann eingeladen. Ihr werdet es dann am Donnerstag sehen, wenn ich eingeladen habe, in diesem Sinne. Am Freitag geht es auf jeden Fall weiter bei mir. Und in diesem Sinne gehen wir ab um Maxi gegenüber. Sekunden. Wir erinnern uns, er kommt von Platz 13. Und arbeitet sich langsam aber sicher nach vorne.